Cristóbal kam mit gelähmten Händen und Füßen zur Welt. Mit großem Energieeinsatz bildete er sich im Selbststudium weiter. Für diesen Künstler charakteristisch sind die großzügig aufgetragenen, zu wuchtigen Flecken gruppierten Farben. Auch Papst Johannes Paul II. War mit seinem Porträt hoch zufrieden. Cristóbal ist ein sehr vielseitiger Künstler. In seinem Atelier werden auch Drucke angefertigt. Und seine Eisenarbeiten zieren und beleben manche Gartenanlagen.